Ich muss dich jetzt wieder je unterbrechen, denn jetzt steht die Verbindung und wir schalten hinüber zum Europaforum. Auch nach der Konferenz weitergeht. Für uns ist die Europäische Union nämlich nie fertig. Sie muss ständig weiterentwickelt werden. Und wenn ich Ihnen ganz ehrlich sage, ich glaube auch, keiner von uns weiß, was bei dieser Konferenz zur Zukunft Europas herauskommen soll und wie sie ablaufen wird. Es wird jetzt hoffentlich viele Veranstaltungen geben und das ist auch gut so. Aber was wird der konkrete Output sein? Deshalb möchte ich betonen, wollen wir die Zukunft Europas anhand von konkreten Themen besprechen. Mit Menschen aus der Praxis, mit Wissenschaftlerinnen, mit Bürgerinnen und Bürgern und mit all jenen, die in Europa und die Zukunft Österreichs ein Anliegen ist. Alle sie wollen wir einbinden. Und wir werden in diesen Diskussionen und in diesen Gesprächen natürlich Ergebnisse formulieren und Zwischenstände aus diesem Prozess veröffentlichen. Denn so glaube ich, werden wir den konkretesten Beitrag und die klarsten Visionen aus Österreich liefern. Am heutigen Tag starten wir neu. Nicht nur, sondern wir starten auch die digitale Plattform der Europäischen Union, die es zum Ziel hat, die Bürgerinnen und Bürger in die Debatte zur Zukunft Europas einzubinden. Europa heißt für uns Zusammenarbeit, den Willen zur Gemeinsamkeit. Die Welt benötigt die Bereitschaft, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und die Politik braucht verstärkt Respekt im Umgang miteinander und mehr Aufrichtigkeit. Wir machen uns die Zukunft zum Freund oder zur Freundin, wie Sie wollen. Unser Anspruch ist es, inhaltliche Lösungen anzubieten. Dafür haben wir Think Europe geschaffen. Das sind Beiräte zu unseren Zukunftsthemen. Sie sollen die Debatte mit Analysen und konkreten Konzepten inspirieren. Weil das ist unser Hauptanliegen, der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir nennen das Create Europe, weil unser Mantra ist, Europa können wir nur im Dialog gestalten. Wir werden daher in allen Bundesländern Bürgerinnen-Dialoge veranstalten und ein Netzwerk aufbauen. Wir wollen Gesprächsrunden mit Mitgliedern der Beiräte oder Gästen, in denen jeder und jede zu Wort kommen und Fragen stellen kann, Ideen einbringen kann und miteinander die Zukunft Europas gestalten kann. Aus all dem wird ein ganz konkreter, verschriftlichter Beitrag, den wir in 12 Monaten vorstellen und an alle Multiplikatoren und Umsetzer richten werden. Eines, meine Damen und Herren, hat die Corona-Krise auch deutlich gezeigt. In EU-Fragen wird viel zu viel übereinander als miteinander geredet. Und viel zu viel Schuld zugewiesen, statt Verantwortung übernommen. Wir wollen mit dem Bürgerinnenforum eine Plattform bieten, über Europa nicht nur von außen zu reden und da und dort auch berechtigten Frust abzulassen.
Das Bürgerinnenforum bietet ein Forum, Europa besser, gemeinsam besser zu machen. Vertrauen in die Zukunft zurückzugewinnen und den Einzelnen und die Einzelnen zum Mitgestalter zu machen. Und zwar jenseits von Parteipolitik, Populismus, billigen Schlagzeilen und Wählerstromanalysen. Lassen Sie mich zum Schluss noch kurz die 5 Beiräte und Themen, mit denen wir starten werden, erläutern. Ich habe erwähnt, das Thema Innovation, über das Christian Kern auch berichten wird. Danach kommt das Thema Wirtschaft und Umwelt, Stichwort Green Deal. Als Präsident des Hilfswerk Österreich und nach der Pandemie für alle Menschen spürbar muss das Thema Soziales und der Gesundheit in den Mittelpunkt gerückt werden. Und vor allem Ulrike Lunacek und mir ist natürlich das Thema Demokratie, Recht, Parlamentarismus und die Frage der Rolle Europas in der Welt ein besonderes Anliegen. Herzlichen Dank und nach den Statements meiner Kolleginnen und Kollegen stehen wir natürlich transparent und offen für alle Fragen zur Verfügung. Ulrike. Auch von mir einen schönen guten Tag. Vielen Dank fürs Kommen, beziehungsweise an die, die bei Facebook und anderen sozialen Medien dabei sind. Herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Danke zuerst einmal gleich an Ottmar Karas für die Einladung dazu, dieses Forum jetzt neu zu gestalten. Vor kurzem hat Paul Krugman, der Nobelpreisträger, gemeint, dass Europa in deep trouble sei, also in großen Schwierigkeiten. Vor kurzem hat das Barbara Kuttenhofer-Kallerg in einem Kommentar dann aufgegriffen und gemeint, naja, mag schon sein, aber Europa, die Europäische Union, ist noch lange nicht am Ende. Und das ist der Grund, warum ich mich auch entschieden habe, hier die Einladung des Ottmar Karas, wir kennen einander seit vielen Jahren aus der Zusammenarbeit im Europaparlament, auch anzunehmen, hier jetzt einen Teil beizutragen zu diesem neu aufgestellten Bürgerinnenforum Europa. Denn es geht darum, das Vertrauen der Bevölkerung wieder zu gewinnen in das, wofür diese Europäische Union steht. Wofür ich auch meine Zeit in der Politik und auch vorher mich schon viele Jahrzehnte mittlerweile eingesetzt habe. Nämlich, dass das Gemeinsame stärker ist als das Trennende. Dass wir Grenzen überwinden können, nicht nur die physischen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern auch die in den Köpfen und in den Herzen. Und dass Solidarität ein Prinzip dieser Europäischen Union ist. Vieles davon ist für viele Menschen verloren gegangen. Das Versprechen, das Ursprüngliche der älteren Generationen, dieses Nie wieder Krieg in dem, was die Europäische Union ist, das ist zwar Realität geworden, aber für die Jungen ist das oft nicht mehr da. Und viele, auch die bei uns leben, kommen aus Regionen, wo derzeit noch Kriege stattfinden. Das heißt, es braucht ganz viel, um dieses Vertrauen wieder zu beleben, um rauszukommen aus diesem, was auch schon viele machen in Österreich und anderswo, die EU ist an allem schuld. Für diejenigen von Ihnen, die gestern im Zentrum gesehen haben, da hat Heinz Fischer erinnert an einen Spruch, den es gab zu Zeiten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der EWG, der hieß, wenn bei uns die Sonne lacht, haben wir das selbst gemacht. Gibt es jedoch Eis und Schnee, dann war es die böse EWG. Den Spruch, zwar umgewandelt, müsste man heuer anders formulieren mit Europäische Union, der gilt leider heutzutage auch noch sehr stark. Es ist immer leicht, die Schuld woanders zu finden, da draußen, irgendwo, um nicht zu sehen, dass wir diese Europäische Union sind. Jeder und jede Einzelne von uns, auch hier in Österreich. Und deswegen habe ich mich entschieden, bei diesem Forum mitzumachen. Mit Leuten aus unterschiedlichsten Parteien, manche auch aus gar keinen Parteien, und das ist gut so. Menschen, die im Vorstand in diesen 5 Beiräten, die es gibt, und wo sich jetzt auch, wie Ottmar mir erzählt hat, schon viel auch anmelden und sagen, ich möchte mitmachen, da im Rahmen dieses Zukunftsprozesses
die Europäische Union weiterentwickeln, Ideen sammeln, zu sagen, was passt uns nicht und wo wollen wir anderes tun. Wir laden auch Leute ein, Visionen uns zu schicken, Videos zu machen, wie das heute ja auch sehr gut üblich ist, einfach zu sagen, was wollen wir neu machen. Die Werte, für die diese Europäische Union steht und die mir so wichtig sind, das sind jene, wo eben der Zusammenhalt stärker ist als das Trennende. Und das braucht es gerade in diesen Corona-Zeiten, wo die Gefahr ist, dass viel mehr Spaltung in die Gesellschaft geht, wo nationalistische Strömungen, Rechte, Menschen, denen nicht an Vielfalt liegt und an gemeinsamen Werten, sondern nur das Trennende, hier einfach diese Werte wieder stärker in den Vordergrund zu bringen. Eine lebendige Demokratie, wo die Justiz unabhängig ist, das ist in einzelnen Mitgliedstaaten derzeit massiv in Gefahr. Die Medienfreiheit, wo manche der durchaus schon in Richtung autokratischen Regierungschefs oder Ministerpräsidenten gehen, wie in unseren Nachbarländern Ungarn oder ein bisschen weiter weg Polen. Da geht es darum, klarzumachen, dass Kritik das Salz der Demokratie ist. Ohne Kritik ist es nicht wirklich möglich, Demokratie zu gestalten. Denn es geht darum, die Unterschiede auch vorzubringen und dann Lösungen zu finden. Kooperation statt Konfrontation. Das ist für mich das, wofür diese Europäische Union steht. Und da möchte ich beitragen, dass das auch wieder stärker wird und dass wir hier wirklich im Dialog mit der Bevölkerung weiterkommen und rauskommen aus diesem, die EU braucht man eh nicht mehr. Die ist weit weg. Dieses Wir-Gefühl zu entwickeln, denn mit der Bevölkerung gemeinsam zu gestalten, die einzelnen Bereiche, die sind. Für mich, meine Hauptthemen, auch in der Vergangenheit, auch noch vor meiner Zeit in der Politik, war Europa in der Welt und Demokratie und Recht, Menschenrechte vor allem auch. Hier geht es mir darum, auch gegen Populisten, gegen jene, die glauben, es gibt einfache Lösungen, jetzt auch in der Corona-Krise, anzugehen und zu sagen, wir wollen das gemeinsam gestalten, wir wollen gemeinsam raus aus diesen Krisen. Und natürlich ist da klar, dass eines, was ganz wichtig ist, raus aus diesen Krisen zu kommen, heißt auch die Klimakatastrophe und diese Klimakrise nicht zu vergessen. Wenn Covid vorbei ist, wird es die immer noch geben. Und da geht es auch darum, gemeinsam mit allen, die in der Europäischen Union aktiv sind, den grünen New Deal umzusetzen, um Jobs zu schaffen, um auch die Zukunft auf diesem Planeten zu sichern. Alles das sind Themen, die in diesem Forum vorkommen, die auch durch einzelne Personen repräsentiert sind. Und da möchte ich gemeinsam, und da freue ich mich wirklich drauf, mit denen, die hier am Podium sitzen und viele andere mehr, beitragen, dass wir in einem Jahr konkrete Vorschläge haben, handfeste Vorschläge und Beiträge für die Konferenz zur Zukunft Europas, die dann stattfinden wird. Ich freue mich drauf. Und ja, hoffe ich, dass wir uns und auch viele andere auch in diesem Rahmen wiedersehen. Danke. Danke, Ulrike. Herr Kern, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren zu Hause an den Schirmen. Ich freue mich, dass ich da heute dabei sein kann und ich möchte Ihnen kurz erläutern, warum ich diese Einladung vom Herrn Karas angenommen habe, hier mitzuwirken. Zunächst einmal, ich denke, das ist ein offenes Geheimnis, liegt schlicht und einfach an seiner Person. Ich schätze ihn über viele Jahre für seine Arbeit und für seine Haltungen. Ist es so, dass wir uns in jeder einzelnen Frage hundertprozentig einig sind? Nein, natürlich ist das nicht der Fall. Aber das, was uns gemeinsam verbindet, ist weit mehr als das, wo wir vielleicht unterschiedliche Einschätzungen haben könnten. Und das Kernanliegen, das wir gemeinsam vertreten, ist, sich zu engagieren und einzusetzen für ein starkes, für ein selbstbewusstes Europa, das seine Rolle in der Welt spielen kann, aber auch zum Segen seiner Bürger und Bürgerinnen. Die Aufgabe Europas ist es, für Wohlstand zu sorgen und für Sicherheit zu sorgen. Und ich denke, dass das etwas ist, das man nicht nur der hohen Politik überlassen kann, sondern dass das ein Ergebnis des Engagements von vielen Menschen sein muss, die dieses Europa tragen und natürlich zuallernächst auch einmal von der Jugend, dass diese Vision hier vorangetragen wird. Das Zweite, warum ich mich persönlich entschieden habe, hier mitzuwirken, neben der Person des Herrn Karas, ist, dass ich auch diese Notwendigkeit empfinde, dass wir gerade jetzt uns engagieren müssen. Wir leben in einer Zeit massivster Veränderungen
Und der Historiker Heinrich Winkler hat einmal formuliert, es ist so, dass wir unseren Auftritt in einem Stück haben, aber nicht wissen, in welchem. Und wir nicht wissen, wie dieses Stück ausgeht. Und das ist genau das Gefühl, das, glaube ich, so viele haben, dass in dieser Veränderung es schwierig ist, Haltpunkte zu finden, Perspektiven und Orientierungen zu finden. Und dass gerade rund um diese Europafrage wir mit massiven Ängsten konfrontiert sind. Wir erleben Abstiegsängste, wir erleben die Sorge, dass Europa zurückfällt, wir erleben die Sorge, dass uns China, die USA abhängen, dass wir vielleicht zwischen diesen Blöcken zerrieben werden und unseren Wohlstand, unsere Sicherheit nicht mehr garantieren können für die Generationen, die nach uns kommen. Sie kennen diese Frage, diesen, wenn man so will, politischen Test, wird es unserer Kindergeneration eines Tages besser gehen als uns heute? Und ich denke, unser Anliegen muss es sein, dass wir diese Antwort mit einem klaren Ja beantworten können. Aber dafür braucht es einiges an Aktivitäten, an entschlossenen Initiativen und auch eine klare Sicht darauf, womit wir heute konfrontiert sind. Und ich denke, dass gerade diese Covid-Entwicklung so bald nicht vorbei sein wird, wie wir glauben, dass die Langzeiteffekte dieser Entwicklung deutlich bedeutender sein werden, uns lange Zeit noch beschäftigen werden und wir heute uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie können wir verhindern, dass unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft dauerhaft an Long Covid leiden. Dieses Gefühl dieses Rückfalls Europas ist ja nicht nur ein psychologisches Gefühl, sondern wird ja teilweise auch durch die Fakten unterlegt. Wir erleben das Tempo, das Schleppende etwa bei der Impfkampagne. Wir erleben die Entwicklung des Wirtschaftswachstums, wo wir für heuer eine Prognose haben, wonach Europa etwa bei der Hälfte der Vereinigten Staaten oder bei China leben würden. Und wir erleben unglaubliche Aufbruchsstimmung und Selbstbewusstsein in diesen Regionen und Zweifel, die wir in Europa haben, was unsere eigene Zukunft betrifft. Und ich glaube, wenn man sozusagen das analysiert, womit wir uns auseinandersetzen müssen, dann ist diese Frage, wo ist unser Platz in dieser Welt, eine, die wahrscheinlich eine vorrangige ist. Und Sie erkennen ja diese Situation mit dem wachsenden Nationalismus, mit der Diskussion über das Decoupling der Wirtschaftsräume. Und wir sehen plötzlich, dass Dinge, die wir für selbstverständlich erachtet haben, nämlich die Einbettung in eine multilaterale globale Struktur, keineswegs Selbstverständlichkeiten sind. Und ich darf daran erinnern, unsere Automobilfabriken stehen heute partiell still, weil wir nicht genug Halbleiter zur Verfügung haben. Wir erleben eine Explosion der Stahlpreise, der Holzpreise, von vielen Commodities, die letztendlich geeignet sind, diese Frage ganz massiv in den Vordergrund zu rücken. Was ist eigentlich die Position Europas, der eigentlich, die immer eine der Offenheit der multilateralen Zusammenarbeit war, in einer Situation, wo traditionelle Partner die Tore zuklappen. Und ich denke, dass diese Covid-Situation noch zwei, drei Effekte hat. Und ich möchte dann gleich zur Innovation kommen, die man nicht unterschätzen sollte, weil ich habe gesagt, das wirkt wie ein Katalysator. Und ich denke, es zeigt auch viele Entwicklungen, die wir vielleicht schon vor Covid haben, die wir heute beschleunigt erleben. Ich darf daran erinnern, und jeder, der Kinder zu Hause hat, kennt die Situation, wir haben den Anschluss in der Digitalisierung der Bildung verloren. Und das ist nicht nur eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit Europas, sondern eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, weil es nun mal so ist, dass wir heute in unserem eigenen Land erleben, dass Kinder, die in kleinen Wohnungen wohnen, deren Eltern nicht materiell begütert sind, vielleicht gar keinen WLAN-Anschluss haben, vielleicht gar keinen Zugang zu einem Laptop haben. Und es ist eigentlich etwas, was ich zutiefst bedrückend finde, dass wir hier jetzt mit einer Situation konfrontiert sind, wo bereits bei den 10-Jährigen über Lebenschancen entschieden wird, ob sie bei der Digitalisierung dabei sein können oder nicht. Und da hat der Staat, da hat die Europäische Union eine Verantwortung, diese Kluft nicht noch weiter aufgehen zu lassen. Ein anderes Beispiel. Wir erleben, dass Covid auch auf der Ebene der Lebenserwartungen selektiert zwischen Arm und Reich. Dass es heute so ist, dass die Lebenserwartung von Menschen, die in armen Haushalten leben, die weniger Bildung genossen haben, deutlich geringer ist als in jenen, die wohlhabender sind. Und das ist im Jahr 2021, finde ich, ein nahezu unerträglicher Zustand, dass wir selbst in Österreich noch die Situation haben, dass Armut Lebenszeit den Menschen kostet. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Frage ernst nehmen und diesen Gap, der hier noch größer wird durch Covid, auch zum Anlass nehmen, darüber zu reflektieren. Und dasselbe gilt für die Vermögensentwicklung. Wir sehen, dass die Geldpolitik, die im Zuge von Covid, aber schon davor seitens der Lehman-Krise betrieben wird, dazu geführt hat, dass Vermögen sprunghaft steigen.
aber auf der anderen Seite viele Menschen durch ihre Arbeit, durch ihre Leistung gar nicht mehr in der Lage sind, gesellschaftlichen Aufstieg für sich und ihre Kinder zu gewährleisten. Alles das sind Fragestellungen, die uns beschäftigen müssen, weil sie unsere Gesellschaft spalten, weil sie den Humus legen für Nationalismus und weil sie den Humus dafür legen, dass unsere demokratische Struktur möglicherweise eines Tages auch beschädigt wird. Und ich bin immer ein Anhänger gewesen der wirtschaftlichen Stärke und ich denke, wenn wir diese Fragen der sozialen Kooperation beantworten müssen und wollen, im Sinne von mehr Gerechtigkeit, müssen wir uns auch die Frage stellen, wie werden wir so stark, dass wir diese Anforderungen leisten können. Und da spielt Innovation eine große Rolle, weil wir wissen, dass der wirtschaftliche Erfolg der Zukunft nicht aus der Vergangenheit gemacht wird, sondern aus dem, wo wir uns in Zukunft differenzieren, wo wir stärker sind, wo wir Perspektiven entwickeln können. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch, weil natürlich haben Menschen Ängste, aber es macht einfach keinen Sinn, sie in diesen Ängsten zu bestärken. Es geht darum, ihnen Hoffnung zu zeigen und einen Weg zu zeigen, wie auch für sie eine Zukunft lichter und besser aussehen kann. Und ich denke, dass Europa da auf einem gar nicht so schlechten Weg ist, dass wir da vielleicht teilweise unterschätzen, was wir haben und dass wir darauf aufbauen können. Also ich darf daran erinnern, dass wenn man UK dazu rechnet, selbst im Jahr 2020 das BIP Europas auf dem Niveau der Amerikaner gewesen ist und deutlich vor China. Also diese Diskussion, ob China oder die USA der stärkste Kontinent sind, an denen sich alle orientieren müssen, ich denke, das sollte man auf der Rechnung haben. Und unser Ziel soll es sein, aus dem, was wir haben, hier nicht den Anschluss zu verlieren, sondern vielleicht sogar da oder dort das Tempo vorzugeben. Innovation leistet dazu einen Schlüsselbeitrag, und zwar nicht nur in technologischer Hinsicht, sondern auch in sozialer, weil am Ende geht es ja nicht nur darum, stark zu sein, sondern dass möglichst alle und viele von diesem Wohlstand profitieren. Vielleicht ist Ihnen den einen oder anderen bekannt, dass wir unser Geld verdienen mit einem Unternehmen, das Beteiligungen entwickelt, Unternehmen entwickelt, die im Bereich Technologie, künstliche Intelligenz, vor allem Energie und Mobilität sich engagieren. Und wir haben uns persönlich in dem, was wir tun, in unserer wirtschaftlichen Karriere vorgenommen, wir machen eigentlich nur Dinge, die die Welt ein bisschen besser machen. Und wir tun das nicht nur, weil wir uns damit leicht in den Spiegel schauen können, sondern weil wir das schlicht und einfach für ein Geschäftsmodell halten. Weil wir sehen, dass die Verhaltensänderungen der Menschen, die getragen sind von der Basis unserer Gesellschaft, mittlerweile ein enormes Tempo entwickelt haben. Und deshalb finde ich dieses Bürgerforum auch so einen wichtigen Beitrag, weil es ermutigt, mehr davon zu zeigen. Wenn Sie sich die Klimabewegung zum Beispiel heute ansehen, das, was Fridays for Futures erreicht hat, dann ist das ein gewaltiger Wandel. Wir haben heute eine Automobilindustrie, die bei der Frage, wann Verbrenner der Geschichte angehören, also Autos, die mit Verbrennungsmotoren fahren, wesentlich mutiger ist, als es die Politik ist. Und die machen das ja nicht, weil sie sozusagen der Feind ihres eigenen Geldes sind, sondern weil sie wissen, die Menschen wollen das und das ist die Erwartungshaltung, die an sie gestellt wird. Und ich denke, von diesen Beispielen brauchen wir deutlich mehr. Wir brauchen Initiative, wir brauchen Bewegung, wir brauchen das Engagement und wir dürfen uns hier nicht nur auf die große Politik verlassen. In dem Sinn, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kern. Nini Ziklari. Hallo, mein Name ist Nini Ziklari. Ich bin Schauspielerin, Musikerin, Künstlerin, Europaaktivistin und bin in Georgien, Ungarn, Deutschland aufgewachsen, studiere in Österreich und Polen und habe eigentlich im 2008 im Georgien-Russland-Krieg tausende Kilometer von der EU entfernt wirklich erfahren, was Europa eigentlich ist. Und wenn man so weit weg ist und auf die EU schaut, dann kommt es einem vor wie ein riesengroßer Leuchtturm, der Frieden ausstrahlt und Freiheit und Menschenrechte, Gleichberechtigung in einer offenen Gesellschaft, eine liberale Demokratie, für die wir tagtäglich in Georgien und in der Ukraine kämpfen. Und je näher ich zum Leuchtturm gekommen bin, desto mehr angefangen hat es zu flackern. Und das hat mich sehr besorgt, denn es wäre dramatisch, wenn das Licht ausgehen würde. Und das ist der Grund, warum ich hier heute eigentlich sitze. Es ist im Großen und Ganzen gedacht eigentlich, das werden keine Bürgerdialoge sein, das werden nicht irgendwelche Gespräche sein, die in 2 Jahren zusammengefasst werden und veröffentlicht werden, sondern es geht hier schlicht und einfach um die Zukunft der europäischen Idee und die Stärkung des europäischen Fundaments. Und das sind die Menschen, das europäische
Bewusstsein innerhalb der europäischen Zivilgesellschaft. Und das schaffen wir nur durch solche innovativen und unkonventionellen Herangehensweisen, zu den Leuten direkt hinzugehen, mit ihnen auf einer Augenhöhe zu reden, dieses Bewusstsein zu verbreiten, nicht nur in Österreich, sondern auch europaweit. Aber wir fangen heute in Österreich an, im Herzen Europas. Und natürlich ist das Ziel, dass wir aber innerhalb der 2 Jahren es schaffen, auch mit Persophere beispielsweise in anderen Ländern auch dorthin zu kommen, dass wir wie in Österreich die Zivilgesellschaft mobilisiert haben und zu dem Punkt kriegen, dass wir bereit sind, Europa weiterzudenken. Weil in dieser Lage, in der wir jetzt sind, können wir nicht verbleiben. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Wir brauchen eine Weiterentwicklung. Wir brauchen vor allem eine Bewusstseinsschärfung eben bei den Menschen, die sich dieser Lage bewusst werden müssen, dass dieses Licht in diesem Leuchtturm anfängt zu flackern und bedroht ist. Nicht nur dadurch, dass uns das selbstverständlich geworden ist, dass wir diese europäischen Werte hier genießen dürfen, sondern auch, weil sie einfach aktiv bedroht werden. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig darauf, auf diese 2 Jahre, und werde wirklich alles in meiner Macht Stehende tun, um dieses Netzwerk in allen Regionen, auch mit meinen Kolleginnen in Vorarlberg, Lukas Rünzler, in Tirol, Larissa Jenewein, in Salzburg, Marlene Wörndl, in Kärnten, Christian Passin, in Oberösterreich, Johannes Seiringer, in der Steiermark, Martin Spielhofer, in Niederösterreich, Michael Stellweg, mit ihnen gemeinsam in Kooperation österreichweit neue innovative Bürgerinnenkonvente oder Dialoge, wie man sie auch nennen mag, zu organisieren zu diesen Themen, die bereits erwähnt worden sind. Und dann wirklich versuchen, in die breite Zivilgesellschaft zu gehen. Das heißt wirklich, jeder Mensch soll die Möglichkeit gehabt haben, in den nächsten 2 Jahren in diesen Dialogen mitzuwirken, mitzureden und über die Zukunft zu bestimmen, über ihre eigene Zukunft zu bestimmen, / über die Zukunft der EU zu bestimmen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Das wird eine Herausforderung sein. Wir müssen uns alle anstrengen. Sowohl die Menschen hier vor der Kamera als auch hinter der Kamera, als auch alle zusehen. Das ist leider so, dass wir wirklich gefragt sind und wir alle gefragt sind. Und diese überparteiliche, zivilgesellschaftliche, geballte Power wird uns zu diesem Resultat bringen, hoffentlich dann am 9. Mai 2022, wenn wir dann die Resultate vorstellen. Und hoffentlich können wir dann auch europaweit nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten schauen. Und es haben auch andere Europäerinnen und Europäer sich eine Scheibe von unserer Arbeit auch abgeschnitten und kommen dann am Ende mit auch viel Mut und Liebe eben zu einer besseren europäischen Bewusstsein und einer besseren europäischen Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern. Danke. Danke, Ili. Martin Hohler. Ich möchte zuerst einmal auch kurz begründen, warum ich hier sitze eigentlich. Ich hoffe, das ist nicht nur darum, weil ich der Einzige bin, der keine parteipolitische Punze oben hat, sondern ich sitze darum da, und da muss ich auch dem Herrn Vizepräsidenten Karas ein bisschen Rosen streuen eingehend. Wie er mich angerufen hat und gefragt hat zuerst, ob ich diesem Beirat für Wirtschaft und Umwelt angehören möchte, habe ich einen Eindruck gehabt, der mich überrascht hat, aus einem falschen Bild, dass jemand, der seit 30 Jahren oder länger oder 40 Jahren in der Politik ist, schon ein bisschen verstaubt sein sollte. Dieses Feuer, das da aus dir herausgekommen ist, wie du mich überzeugt hast, hier heute zu sitzen, war wirklich beeindruckend. Und das ist also eine große Freude. Ich bin zwar noch nie parteipolitisch tätig gewesen, aber bin ein politischer Mensch natürlich, zu sehen, dass jemand, den man schon seit Ewigkeiten kennt aus der Television, dann mehr hält, als was man sich eigentlich erwartet hätte. Und das war wirklich eine Überraschung, war auch der Grund, warum ich dann zugesagt habe. Und ich habe dann im Vorfeld angefangen zu fragen im Freundes- und Familienkreis, was denn die EU bedeutet für die Leute. Und da ist mir eines fatal aufgefallen.
dass diejenigen, die nicht aus unserer Generation sind, sich überhaupt nicht erinnern können daran, wie das Leben und die Welt gewesen ist, bevor es die EU gegeben hat. Wie ich meine Frau 1992 kennengelernt habe und wir ihren Hausstand auch von München nach Wien transportiert haben, standen wir 2 Stunden an der Grenze, zuerst 1 Stunde beim Zollbeamten in Deutschland, eine Stunde beim Zollbeamten in Österreich, die Zoll kassieren wollten für einen damals schon 10 Jahre altes IKEA-Billigregal. Das kann man sich nicht vorstellen, was das alles bedeutet hat, dass es diese Zollkontrollen alleine nicht mehr gibt. Und das ist ein ganz banaler Anfang. Es ist eine unglaubliche Reihe an Dingen, die unser Leben in einer Art und Weise erleichtert hat, die leider Gottes vergessen worden ist. Und da sehe ich neben dem Zusammensammeln von Guten, und auch das hat mich gefreut, möglichst schrägen und Ideen mit Ecken und Kanten, weil ich glaube, das ist gefragt. Es gibt diesen schönen Spruch, wenn eine Idee am Anfang nicht absurd erscheint, dann taugt sie nichts. Und genau das ist, glaube ich, unser Wunsch an die Österreicherinnen und Österreicher, uns zu liefern, möglichst schräge Ideen, was sie sich wünschen. Es geht auch um das Wiederwachrufen, was Europa eigentlich ist. Irgendjemand hat gesagt bei den Vorgesprächen auch, man sollte stolz darauf sein, Europäer zu sein. Stolz, das Wort Stolz hat nur so einen unangenehmen Beigeschmack. Das ist dann etwas, was jemand anderer nicht hat. Und man soll auch nicht stolz sein auf etwas, was man sich nicht selbst erworben hat. Aber man könnte Freude sagen. Man sollte Freude darüber empfinden, in diesem Land Österreich geboren worden zu sein. Freude haben, Europäer zu sein, und diese Freude auch emotional empfinden und nicht nur rational. Und ich glaube, das sehe ich neben dem Ideen zusammensammeln auch als eine Funktion des Bürgerinnenforums Europa, wieder wachzurufen, was Europa eigentlich im Daily Life bedeutet und wie schön es ist, Europäer zu sein oder Europäerin zu sein. Ich bin auch Mitglied des Beirates für Wirtschaft und Umwelt. Das ist prinzipiell ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, wo ich hoffe, auch aus meiner täglichen beruflichen Tätigkeit beitragen zu können. Ich bin beteiligt an fast 30 unterschiedlichen Unternehmen. Die meisten sind analog tätig. Fast alle verbindet, dass sie einen nachhaltigen Impact haben, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass es langfristig kein erfolgreiches Unternehmertum mehr geben kann, das nicht auch die Frage nach dem sozialen und oder ökologischen Impact beantwortet. Der Konsument hat erfreulicherweise die Keule in seiner Geldbörse entdeckt. Und trifft immer mehr nur noch Entscheidungen, wo ihm derjenige, der ein Produkt herstellt oder eine Dienstleistung offeriert, auch ganz klare Antwort darüber geben kann, wo ist der ökologische und oder soziale Impact. Und hier mitzuwirken dabei, dass wir dann in 2 Jahren daraus auch konkrete Vorschläge machen können, wie dieser Green Deal, der ein unglaublich wichtiger Schritt ist, noch schärfer werden kann. Das habe ich große Freude, da auch mein Schärflein beitragen zu können. Wir leben in einer Situation, die in Wirklichkeit nicht einfach ist, aber gleichzeitig auch besonders interessant ist. Die Corona-Krise hat einen disruptiven Einfluss, der eventuell ganz hilfreich und notwendig war, dass er jetzt kommt. Ich merke es bei den Start-ups, die ich immer wieder betreuen darf und wo ich mich gerne beteilige, was für eine Gründungsfreude herrscht, wie viele Menschen es auch genützt haben, diese Zeit zu Hause zu sitzen und nachzudenken darüber, was sie denn Gescheites tun können. Und das geht dann alles in die Richtung, wo ist auch mein sozialer und oder ökologischer Impact dabei. Das, was du gesagt hast, Christian, vorher, das teilen alle erfolgreichen, verantwortungsvollen Unternehmer, die sich bei allem, was sie tun, fragen, was löse ich aus damit. Und in diese Richtung noch Ideen zu sammeln, das sehe ich auch als die Funktion und Aufgabe in dem Beirat, dem ich angehören darf. Wobei ich bei all dem, was wir tun und tun werden und auch im nächsten Jahr vorhaben, glaube ich, ganz wichtig ist, eine Grundbotschaft zu schicken. Und damit werde ich meine kurzen Ausführungen auch schon gleich beenden.
Ich verteile mit großer Freude bei allen Leuten, die versuchen, mich zu überzeugen, in ein Projekt einzusteigen mit irgendwelchen Weltuntergangsszenarien, habe ich immer einen Stapel Bücher liegen vom Hans Rosling, das Factfulness. Und das gebe ich den Leuten, drücke ich das in die Hand und sage, und bitte Sie, doch bitte vorher das Buch zu lesen und dann den nächsten Termin auszumachen. Rosling schreibt einen Satz, der ist großartig und der ist ganz wichtig, immer wieder zu sagen, und der scheint erst im ersten Augenblick schwer verständlich. Rosling sagt, eine Sache kann gleichzeitig viel besser und schlecht sein. Und diese Gleichzeitigkeit zuzulassen, dass wir sehen, es gibt Dinge, die müssen verbessert werden oder verändert werden, ohne Frage. Aber gleichzeitig gibt es unglaublich viele Dinge, die in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel besser geworden sind. Und es ist eigentlich die Aufgabe jedes verantwortungsvollen Bürgers. Und ich sitze hier heute, weil ich gerne diese Rolle auch einnehmen und in Anspruch nehmen möchte für mich. Es ist die Aufgabe von uns, diesen Zug, der eh schon in die richtige Richtung rollt, alle gemeinsam noch einmal anzuschieben und zu verstärken und schauen, dass er schneller wird. In diesem Sinne danke ich nochmals sehr, lieber Ottmar, für die Einladung. Und freue mich sehr auf all das, was jetzt kommen wird und möge.